Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Medieval Dynasty. So, bevor ich mich jetzt hier in weitere Bauvorhaben reinstütze, habe ich mir jetzt gedacht, gehen wir jetzt erstmal die Questen machen. Und ich muss langsam aufpassen, denn wir müssen langsam wirklich dafür sorgen, dass wir mehr Essen anbauen. Also wir haben zwar noch genug, aber ich möchte ja auch irgendwann ein Essen verkaufen. Und deswegen, jetzt wäre ich sogar noch beinahe falsch geritten. Da oben wollen wir hin. Ah, komm, jetzt reite ich ja immer außen rum. Vielleicht sehe ich da jetzt noch den einen oder anderen Schweinestall. Das könnte natürlich helfen. Ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen Essen mitgenommen. Dann könnten wir ja vielleicht gucken, was ein Schwein kostet. Das habe ich ja jetzt noch nicht so richtig im Schirm. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob wir uns dann zwei kleine Ferkel nehmen sollten. Also so ganz kleine Mini-Schweinchens. Die dann halt, ja, dann ein bisschen ziehen lassen. Und dass wir dann dadurch ein bisschen vielleicht später auch Geld verdienen können, indem wir dann halt eine Zucht draus machen. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir nochmal in Erfahrung bringen. Wie gesagt, wir testen da noch ein bisschen rum. Also wieso gesagt, dieses Jahr ist unbedingt wichtig, dass wir uns da ein bisschen drum kümmern. So, wir haben hier einen Ziegenhändler. Okay. So, ich könnte ja jetzt nochmal schauen. Wir haben jetzt hier... Wir könnten... Ich weiß gar nicht, wie viel fehlt denn jetzt noch an Punkten. Das hatte ich mir jetzt zum letzten Mal gar nicht gemerkt. Ich glaube, wir hatten genug Punkte, um jetzt noch einmal aufzusteigen. Oder? Also einen noch mitzunehmen. Jetzt muss ich mal gucken, welches Haus... Ist noch ein Haus irgendwie nicht richtig besetzt? Ja, mir fehlt noch ein Dude. Das heißt, Dude Meister, willst du mitmachen? Klingt gut. Okay. So leicht kriegt man einen neuen. Norman. So, das letzte Haus. Jetzt ist auch das letzte Haus fertig. Du bist gut im Überleben, in Produktion, in Diplomatie, in Landwirtschaft. Nicht so. Aber ich möchte ja gerne mal Schweinestall. Das heißt, ich mach dich jetzt zum Tierzüchter. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe, ich kriege das da noch hin, dass ich jetzt hier jemanden anheuern kann. Aber es sind Schafe. Was kosten denn Schafe? 3000. Also ich denke mal... Oh, was für ein Bock, Alter. Ich denke mal, das wird dann auch so in dem Dreh sein. So zwischen... Ich schätze mal so zwischen 3000 und 5000 wird ein Schweinchen kosten. So, wir wollen natürlich auch ein paar Schweinchen da haben. So, wer hat dann jetzt hier eigentlich die Quest für mich? Du. So, dann wollen wir mal gucken. Was kann ich für dich tun? Ich nehme alles an. Abliefern, Carolina. Hast du denn Handelsdorf? Okay. Wo ist denn Carolina? Carolina? Was soll die denn sein? Warum wird sie mir denn nicht angezeigt? Ist doch jetzt... Abliefern an Carolina. 300 Münzen. Und 400 habe ich. Na gut, irgendwo da unten, aber das wird mir irgendwie hier... Ach, hier! Oh, versteckt nebeneinander. Okay, gut, da unten müssen wir sowieso hin. Das heißt, ich würde sagen, wir reiten hier einmal komplett durch. Schauen wir mal. Obwohl, eigentlich könnte ich ja jetzt nochmal kurz nach Hause und gucken, ob ich vielleicht nochmal ein paar Säckchen oder so per Hand herstelle. Damit wir vielleicht das Schwein eintauschen können. Weil mit 400 werde ich das nicht ganz schaffen. Jetzt muss ich nochmal 300 bezahlen. Ich glaube, das wäre besser, ne?
Trinken wir nochmal Wasser. Weil ich weiß, wir haben ja jetzt nicht mehr allzu viel Geld und so, aber... Ne, wir haben doch jetzt... Wie viel haben wir jetzt? Wir haben doch noch 4000. Das ist ja gar kein Komma bei. Ich habe das jetzt als 400 angesehen. Nee, aber trotzdem, ich würde halt gerne ein, zwei Schweinchen. Jetzt haben wir da schon einen nächsten Stallknecht eingesetzt. Jetzt gucken wir mal. Wir nehmen mal hier mal kurz 420 Leder. Eieieiei. So gefällt mir das doch. So, das sind 140 Säckchen. Das ist doch schon mal ordentlich was. Zack, wunderbar. Das heißt, ich habe jetzt 140 Säckchen bei. Wie viele Säckchen haben wir hier noch drin? 152. Ja, das dürfte noch ausreichen. So, aber wir wollen jetzt mal gucken. Das heißt, beim nächsten dann einfach mal die Säckchen abgeben. Unsere Säckchenproduktion. So, und ich müsste hier dann eigentlich auch die Kohlfelder dann... Na, das muss ich aber dann da selber sogar nochmal machen. Da muss ich selber sogar nochmal drüber gehen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Aber erstmal, wie gesagt, die Questen. Ich brauche nämlich mehr Reputation. Damit wir dann auch zur Not nochmal neue Dörfbewohnerchen anwerben können. Jetzt wollen wir aber erstmal auch gucken, ob die Kinder dann langsam erwachsen werden und so. Ab wann die dann mitarbeiten. Ich denke mal so mit einem Alter von 16 oder so werden die dann anfangen mitzuarbeiten oder 18. Gehe ich mal stark davon aus. So, wir haben hier in dem Dorf. Nicht wirklich was. Hier. Jetzt sind aber Ziegen. Machen hier Ziegenmilch? Ziegenbock. Gut, wir haben hier Ziegen. Das heißt, es ist auch nicht das richtige Dorf, aber wir können ja hier nochmal weiter runter. Das ist ja nur der erste Checkpoint hier. Ach, jetzt hätte ich hier die Säcke verkaufen können. Egal. So, was heißt jetzt hier einmal? Opala. Halt! Brrr. Was haben wir denn hier? Eine Eisenaxt. Ein Brennholz. Hier hat jemand Leder zu Bett gelegt. Ein Langbogen. Mhm. Ein mittlerer Weidenkorb. Ein bisschen Trockenfleisch. Ein Stein. Blut. Noch irgendwo Blut hier? Auf jeden Fall ist da vorne irgendwas, was gefährlich ist. Da ist sogar noch ein... Ne? Ein Steinmesserchen. Naja, alles mit, ne? Das ist ein Wolf. Das heißt, hier sind noch mehr Wölfe. Also schnell weiter. So. Nicht stehen bleiben, Hengsti. Gut, hier haben wir jetzt zwei Quests. Und haben wir hier auch was Tiermäßiges? Weiß das nämlich jetzt gar nicht. Irgendwo, also fast in jedem Dorf hatten wir eigentlich einen Tierhändler, so, ne? Aber hier ist es eher Holzarbeiten. So wie es aussieht. Mhm. Holz, Schmiede. Also Tiere sehe ich jetzt hier keine. Also auch kein Stall oder so. Hm. Na gut. Wir nehmen dann erstmal die Questen hier an. So, dann wollen wir mal gucken, was wir für dich tun können.
Eisenmangel. Aha. Na, mal gucken. So, und hier auch nochmal. Zeit zum Jagen. Gut, schauen wir mal. Also, Eisenmangel möchte 4 Eisenerz. Okay, ist kein Problem. Und Gisela möchte 4 Steinspeere. Auch das dürfte kein Problem sein. Gut. Aber hier haben wir jetzt auch nichts gefunden. Dann gehe ich jetzt mal hier, machen wir jetzt einen riesen Bogen drum. Na? Jetzt so. Das heißt, wir reiten jetzt hier einfach mal querfeld durch. Zum nächsten Dorf. Ach, Jagdgebiet Hirsch. Ich glaube, hier sind wir noch gar nicht lang geritten, Mann. Buchs? Nö, sind wir noch nicht. Wildschwein. Bär. Oh, das heißt, hier ist eine Höhle in der Nähe. Wolf. Ah. Luchs. Taube. Und ich habe die Fallen wieder vergessen. Ach, Mann, ey. Jetzt wollte ich hier erstmal ein paar Dynastiepunkte nochmal extra sammeln. Falke. Mensch. Oh, hier hinten eine schöne Ecke. Hirsch. Na gut. Hoppala. Jetzt wäre ich beinahe dran vorbeigeritten hier. Das ist schon relativ flink mit dem Pferd unterwegs. Finde ich toll. So, was haben wir hier? Brrr. Schankwirt. Fischhändler. Aber sieht nicht so aus. Hier habt ihr Scheune. Das ist ein Wohnhaus, ne? Ne, das ist das Ressourcenlager. Nicht so wirklich, was hier, was der Tierwelt entspringt. Na gut, das heißt, wir reiten jetzt natürlich rüber zum anderen Dorf. Weil es wird schon langsam dunkel und irgendwann wollen die auch nicht mehr mit mir sprechen. Das heißt, ich muss jetzt mal Gas geben. Dann können wir da wenigstens die 300 Münzen abgeben. Das heißt, ich muss jetzt mal Stoff geben. Na gut. Das sehe ich natürlich nicht mehr richtig. Oh. Ah, noch ein Wagen, der umgekippt ist. Ich bleib mal jetzt auf dem Reiterweg. Kann das jetzt gerade ein bisschen. Oder? Kann ich das Wagen hier einfach durch den Wald zu reiten? Ja gut, haben wir uns eine kleine Abkürzung schon mal geschnappt. Das ist schon mal optimal. Bloß hier hinten sind halt so viele Felsen. Ja, war ein bisschen Schiss, runterzufallen. Und Hengst, die bricht sich nahe alle beide Beine und das will ja keiner. So. Gucken wir mal, hier müssen wir außen rum reiten können. Hier haben wir ja schon oft mal auch ein bisschen gejagt und so. Das müsste eigentlich ganz gut klappen. Hier muss ich bloß gleich vorsichtig sein. Also, Gas runter. Ah. Jawohl, hat auch gut geklappt. Und Licht geht gerade erst an. Das heißt, ich habe noch hoffentlich genug Zeit, hier alles hinzukriegen. So, Gas, 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 Gas. Da kriegt jemand Geld. Moment, bevor du abhaust. Moment. Zaun, halt mich nicht auf. So. Gut, edle Stiefel haben wir gekauft. Die müssen wir jetzt wieder zurückbringen. Jetzt müssen wir aber noch die Questgeber finden, die hier jetzt noch irgendwo rumrennen. Bevor sie ins Bett gehen. So, falls wir jetzt noch irgendwas brauchen. So, nächtliches Geheul, okay.
Have a good day. Und hier muss noch irgendwo einer sein. Ah, lass mich doch mal durch. Muss doch gucken. Bevor sie alle ins Bett gehen hier. Nach hier hinten. Ah, okay, ich kann das auch mit Alt sehen. Ja, okay. So, und Münder zu füttern. So, jetzt gucken wir erstmal. Jetzt ist er wieder ein bisschen, ne? Münder zu füttern, 5 Fleisch, 2 Beere. Gut, können wir alles aus dem Lager holen, ist kein Problem. Nächtliches Geheule, jage 4 Wölfe, Eisenpfeil 6 Stück, Münzen, joa, ist okay. Steinspeer müsste ich craften. Eisenerz muss ich nur holen, das ist kein Problem. Und die Schuhe müssen wir abgeben. Na, es ist alles kein Problem. Es ist an und für sich mit einer zweiten Runde ablaufen kein Ding. So, jetzt habe ich aber im Sattel meine Eisenarmbrust und meine Bolzen. Die muss ich ja jetzt einmal rausnehmen. Dann legen wir das mal kurz ab. Mein Bronzemesser nehme ich dann nochmal mit raus. Gut. Dann einmal Eisenarmbrust. Und die Pfeile noch. Oder Bolzen. Wo ich das ja jetzt eigentlich erlege, ist doch egal, ne? Weil es ist ja nächtliche Jagd. Wir hatten hier jetzt zwar irgendwo Wölfe in der Nähe. Hier vorne war das, glaube ich. Also hier. Und hier beim Fluss hatten wir nochmal welche. Na gut, dann gucken wir mal. Dann reiten wir da mal hin. 4 Stück. Mache ich erstmal schon mal die Jagd fertig. Abgeben tun wir dann... nee, das war... Steinspeer. Nächtliches Geheul hier. So. Dann schauen wir mal. Irgendwo hier war das ja. Wo die dann immer geknurrt hatten. Oh. Bin schon fast in einen rein geritten. Gut, es sind aber nur 2 gerade hier. Oh, was war das denn für ein Schuss? Gut. Ich hole mir mal kurz meine Bolzen wieder. Nehmen wir euch mal aus hier. Dann hätte ich nämlich auch schon das Fleisch. Aber wir sind im Frühling, das heißt... Ah, da hinten. Nehmen wir meinen Vergifteten wieder. So, sonst ist nur noch einer hier. Dann einmal Bolzen spannen. Nein! Das hat noch nicht mal ganz gereicht. Ich habe ihn nicht richtig erwischt. Na gut, aber Nummer 2. Na gut, erwischt habe ich ihn schon, aber nicht gut genug. So, Eisenbolzen nehmen wir nochmal. Dann hatten wir hier oben nochmal den nächsten. So, Hengsti. Die nächste Probe. Ausdauer zu niedrig. Ich sollte erstmal kurz ein Stückchen warten, damit sich die Ausdauer regeneriert. Okay, da unten. Oh ja, da sind genug. Heißt, wenn ich einmal krass daneben schieße, dann bin ich im Eimer. Dann jagen mich zu viele. So, ich werde mal kurz hier ein bisschen meine Karotten verspeisen. So, langsam anpirschen.
schneller, komm. Das war in dem Fuß oder so. Aua. Aua. Komm schon. Lad doch nach. Das war's gleich. Wenn er mich nochmal erwischt, ja. Ah, verdammt. So, dann gucken wir mal, wo der letzte Autosave war. Verdammt. Da war ich ein bisschen zu selbstsicher. Dann mal gucken, wo der letzte Autosave jetzt war. Allzu weit weg. Dürften maximal 20 Minuten jetzt verloren sein sonst. Aber zwischendrin wurde ja schon mal öfters Auto gesaved. Ich glaube, hat er die eingestellt alle 10 Minuten oder so. Das heißt, es dürften maximal 10 Minuten weg sein. Ja, wo sind wir jetzt hier? Jetzt wollen wir mal gucken auf der Karte. Ah, wir wollten uns gerade aufmachen. Zur Wolfsjagd. So, das heißt, ich bin sogar schon ausgerüstet. Ich finde es schade, dass ich nicht vom Pferd aus sich jagen darf. So. Das war ja jetzt mega gefährlich. Jetzt habe ich nicht richtig oder viel zu spät gesehen. Ich glaube, die jagen mich jetzt, oder? Ich glaube, die jagen mich jetzt. Ich kann halt auch nicht nach hinten gucken, so richtig. Jagt ihr mich jetzt oder jagt ihr mich jetzt nicht? Oder war ich euch jetzt zu schnell davon geritten? Gott, jetzt muss ich erstmal vorsichtig sein hier. Ich glaube, die sind mir hinterher gelaufen, aber ich habe keine Ahnung, wo die jetzt abgeblieben sind. Da vorne kommen sie. Die sind mir hinterher gelaufen. So. Nummer 1. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Gerade nach dahin ab. Sonst ist er jetzt gerade kein Wolf hier. Nehme ich dich kurz aus. Ah, ein Rudel Wölfe sind halt nicht zu unterschätzen, ne? So, einmal kurz wieder nachladen. Und da unten haben wir ihn doch. Erwischt. So. Dann nehmen wir dich jetzt auch gleich wieder mit. Jetzt haben wir nicht so viel Fehlschuss. Okay. Einmal wieder die Karotten essen. So. Und dann war das ja irgendwo... Ach, jetzt muss ich ja wieder umschalten. Auf wilde Tiere. Gut, jetzt müssen wir sehr vorsichtig dahin. Es ist halt auch wirklich ein Gebiet da hinten, wo es nicht gerade... Ah, ich sehe sie schon. Leicht zu erkennen ist. So.
Nehmen wir nochmal die Armbrust. Oh, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wölfe. Kein Wunder, dass ich hier unterlegen war. Kein Wunder, das waren jetzt wirklich echt viele Wölfe. Und das Blöde ist, ich sehe sie kaum. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen angreife, dann habe ich hier richtig ein Problem. So, machen wir es mal kurz so. Boah, wie viele Wölfe sind denn hier jetzt auf einmal? Das ist ja eine richtige Wolf-Population. So, die Frage, sind sie mir jetzt hinterher oder waren nur mehr als Knurren zu hören? Ich habe halt Angst um mein Pferd, ne? Irgendwas fightet da oben. Könnte das ein Bison sein? Okay. Gut. Der hat sogar gezählt, ey. Dann nehme ich ihn aber auch gleich mit, weil er ist ja sowieso schon sehr stark verletzt gewesen. Kann ich wenigstens noch mal ein bisschen was aus dem Fell rausmachen. Aber cool gemacht, dass die sich ja auch gegenseitig bekämpfen. Und auch gegenseitig jagen. Habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Bin jetzt gerade so ein bisschen fassungslos, dass daran gedacht worden ist. So, aber einen Wolf brauchen wir noch. Einen Wolf. Jetzt muss ich nur gucken. Könnte jetzt auch ich gewesen sein, weil ich sie jetzt hier so zusammengelotst habe. Durch das Durchreiten. Und im Dunkeln sieht man ja so viel, ey. Also ich sehe gar nichts. Das ist duster wie Hölle. Ich will jetzt auch keine Fackel anmachen, weil dann mache ich mich ja noch auffälliger hier. Die waren doch hier. Bin ich doch ziemlich sicher gewesen. Die können ja jetzt nicht alle weg sein. Na gut, die könnten jetzt irgendwelches Wild jagen oder so, ne? Na gut, ich habe ja noch ein bisschen was. Das heißt, ich könnte ja dann nochmal schauen, dass ich hier irgendwo was finde. Ich hoffe, dass sie nicht an mein Pferd jetzt rangehen hier. Na gut, dann fehlt halt noch ein Wolf. Aber ich sag mal, so einen Wolf werden wir ja wohl eher mal finden als was anderes. Wir können ja mal gucken hier. Jetzt hier noch irgendwo auf dem Weg noch einen Wolf hab. Naja, ganz auf dem Weg wäre es nicht. Da oben hätten wir nochmal sonst einen Wolf. Bei mir in der Nähe sind ja keine Wölfe so weit hier.
Also was heißt Nähe? Ne? Das ist schon ein Stückchen weit weg. Ein Stückchen weit weg. Auf jeden Fall. Ja gut, wir könnten den nochmal mit versuchen, jetzt den Spot abzugrasen. Ich glaube, den habe ich mir jetzt versaut einfach nur. Das heißt, ich muss hier einfach nur ein bisschen vorsichtiger mal durchreiten. So, jetzt sind es noch 100 Meter knapp. Ich glaube, ich habe es da hinten rot aufblitzen sehen. Irgendwas Rotes ist da. Ja, da scheint noch ein Wolf zu sein. Gut. Ein einziger Wolf? Optimal. Distanz noch mal ein bisschen ausgleichen. So. Und dann hört's doch gepasst. Okay, da oben sind noch zwei. Ob ich den jetzt hier ausnehmen kann, ohne dass die anderen mich mitkriegen? Sieht gut aus. Wunderbar. Das heißt, jetzt können wir schon mal gen Heimat reiten. So, die ist noch 600 Meter weit weg. Das ist aber nicht so wild. Das kriegen wir ja recht schnell überwunden hier. Muss nur aufpassen, wir kommen vom Berg runter. Das darf ich immer nicht vergessen. Dass ich da immer so ein bisschen den Hügel mit in Betracht ziehe. Aber jetzt kommen wir ja schon langsam zum Flussende. Deswegen passt das eigentlich ganz gut. So, dann machen wir jetzt gleich noch die Vorbereitung für die ganzen Quest-Items, die wir jetzt brauchen. Das sind ja keine Quest-Items, aber damit wir dann halt nächsten Tag dann nur noch einmal durchreiten, überall alles einmal abgeben und ich gucke auch nochmal, also in den Dörfern, wo wir jetzt unsere Questen haben, waren da ja keine Schweine, leider. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir den Rest auch so hinkriegen. So, dann nutzen wir jetzt die Nacht hier jetzt einmal gut aus. Jetzt muss ich nochmal schauen. Tagebuch, Eisenmangel. Das heißt, wir brauchen 4 Eisenerz. Gut. 4-mal Eisen. Ich habe nur ein Eisenerz. Seit wann seid ihr denn so schnell mit der Verarbeitung? Ihr habt aufgelevelt, oder? Ich wollte eigentlich immer so ein bisschen übrig haben. Ihr habt aufgelevelt. Das ist, auf einer Seite ist es gut, auf anderer Seite ist es natürlich schlecht jetzt. Na gut, wir könnten auch zur Not mit einer Spitzhacke kurz irgendwo rein in unsere Mine und das übernehmen. Aber das ist jetzt schlecht für uns. So, weil ihr jetzt zu schnell seid. Gut, das heißt, ich muss die Eisenbahnproduktion jetzt mal ein bisschen runternehmen. Wir sind auf Produktion 5 jetzt mittlerweile. Das heißt, hier macht ihr mal jetzt nur 15. Und dann könntet ihr aus den Eisensachen 5% Hämmer, 5% Äxte. Mal sehen, ob sie das vielleicht packen. Das wäre zwar immer noch viel zu wenig. Ah, 5% ist auch deutlich zu wenig. So, dann nehmen wir nochmal nehme ich nochmal 10% runter. 50 Eisen, das sind 12,5.
Dann macht ihr mir nochmal 5% Eisen und mir fehlt so, glaube ich, noch ein Eisenbauplan, den ich haben muss. Eisensense, Eisenschaufel, ne, Schaufel, brauchen wir Schaufel? Schaufel, 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 überlege, überlebe, doch, Ton. Ton braucht Schaufeln. Ton braucht Schaufeln. Das heißt, es fehlt ja, ja, eigentlich Eisenmesser fehlt ja auch noch, ne? Das habe ich ja auch noch nicht frei gekauft. Nämlich Eisenmesser oder... Ich nehme das Eisen... Komm, wir machen es mal anders. Wir nehmen... Von den Eisenwerkzeugen... Die Eisenschaufel noch dazu, das Eisenmesser noch dazu. Dann haben wir doch eigentlich alles. Dann fehlt nur Eisenhacke. Also ich brauche 15%. Schere, naja, nee. 15% müsste ich nochmal runterstellen in dieser Schmiede. Könnte aber auch sein, weil wir die Schmiede hier jetzt aufgewertet haben, dass sie jetzt prinzipiell mehr produziert. So, dann machen wir hier nochmal 15% runter. Und dann macht ihr mir jetzt nochmal 5% Eisenschaufeln, 5% Eisenmesser. Das heißt, es braucht 4 Tage, um ein Werkzeug herzustellen. So, Eisenhacke fehlt jetzt noch. Habe ich jetzt zu viel runtergenommen? Ich glaube, ich habe zu viel runtergenommen. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler gehabt? Ja, 40. Das heißt, 10 Eisenbahnen kommen an. Mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich mir das jetzt vorstelle. So, und hier in der Zweierschmiede fehlt Material. Es fehlt natürlich, ja, es fehlt natürlich an Eisen. Das heißt, hier geht es jetzt auch erstmal runter auf 40% hatten wir es jetzt. Weil ihr einfach zu schnell seid gegenüber die Mine. Das dauert ja nicht hin. So, und dann macht ihr auch schon mal langsam 5% Sicheln, 5% Schaufeln, 5% Messer, 5% Eisen, Eisenaxt, Eisenhammer, Eisenspitzhacke. So. Auch hier, na gut, hier ist jetzt nur bei 4, das ist 0,2. Es ist nicht viel, aber mal gucken, ob das vielleicht so hinhaut. Jetzt haben wir die zweite Schmiede, ja, die müssen wir eigentlich mal upgraden. Ne? Arbeitsplatzmäßig. Achso, jetzt wollte ich ja noch gucken wegen dem Steinspeer. Wir brauchen ja noch einen Steinspeer. Also Stein, Waffen war das. Steinpfeil, Steinspeer, den habe ich natürlich auch nicht, aber kostet nur 50. Ein Stein, ein Leingarn und ein Holzstamm. Ein Leingarn. Uiuiuiuiui. Ein Leingarn. Habe ich noch ein Leingewebe? Ich habe noch Leingewebe. Das heißt, ich muss aus dem Flachs nochmal ein bisschen was machen. Nehmen wir mal kurz 40 Flachs raus. Dann gehen wir das mal kurz verarbeiten. Ach, ich brauche ja Flaschhalm. Das Flachs muss ich, glaube ich, erst in der Scheune zerdreschen, ne? Muss ich das in der Scheune zerdreschen? War das so? Ja. So, dann machen wir daraus nochmal Leinsamen. Gut. Jetzt haben wir das Richtige. Jetzt brauchen wir nur noch einmal kurz die Näherei. So. 4 Stück, das dürften eigentlich reichen. Das dürfte eigentlich reichen. Gut. Das ist ganz schön duster hier in den Gebäuden. Stein, was war das noch? Jetzt muss ich nochmal gucken. Steinwaffen. Holzstamm.
Holzstamm. Und wie viel war das? Gucken wir erstmal. Erstmal zum Jagen. Sie möchte 4 Stück. Ich habe ja mal wieder gut abgepasst hier. Das heißt, ich muss aber auch nochmal 3 Steine rausholen. 3 Steine. So, und 4 Holzstämme. So. Ist ja alles kein Problem. Das kriegen wir hin. So, Steinwaffen. Und jetzt können wir die 4 Speere bauen. Haben wir die schon mal. Na, wie gesagt, mit den Eisenerz ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Und jetzt habe ich das aber erstmal umgestellt, aber. Schauen wir mal, dass wir die restlichen Questen. So, das nächtliche Geheul müssen wir nur noch abarbeiten. Hier haben wir schon genug Fleisch da. Da fehlen nur noch 2 Beeren. Und hier müssen wir nur noch den Rest abgeben. Das heißt, wir haben alles, was wir brauchen. Wir brauchen nur noch 2 Beeren. Und den Rest Fleisch kann ich wieder reinschmeißen. Und dann passt das. Dann sind wir soweit vorbereitet. Das ist, ich habe noch Leder und Co. Das heißt, ich schmeiße jetzt hier alles drin bis auf 5. Und dann nehmen wir uns mal 2 Beeren. Ist ja kein Problem. So haben wir das auch. Münder zu füttern ist auch fertig. Gut. Und dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier noch ein Nickerchen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.